dich doch wohl in dem, was du bist. Du bist doch so ein cooler Mensch. Warum, warum machst du dir da selber so einen Stress mit? Ich weiß es nicht. Maja? Ja? Dir scheint jetzt gleich die Sonne aus dem Arsch. Ich kann es kaum mehr erwarten, kann unsere Zukunft schon sehen. Guten Morgen, ihr Lieben! Seid ihr alle gut drauf? Ja! Ich kann euch nicht hören! Ja! Ja! Und los! Genau, aber schön schnell, ja? Körperspannung! Jonas, komm! Jawohl, das sieht super aus! Big Booty Bitch! Ja, das Ding muss aussehen wie bei Kim Kardashian, ne? Könnt ihr doch! Hey! Maja, du läufst irgendwie schön an. Also Luisa geht als Drill Instructor natürlich richtig ab. Sie sollte auf jeden Fall überlegen, das beruflich zu machen. Ich habe ein lautes Organ, ich kann brüllen und ich glaube, das braucht man. Guten Morgen. Wie geht's dir so heute? Es ist Ostern. Beine hoch. Wir haben keine Zeit für Pausen. Jawohl. Rechts, ja. Links. Oh, noch mal links. Verpasst der Trainerin mal einen kleinen Tritt. Oh, links. Entschuldigung. Kurz den Kicker bekommen. Kein Problem. Ich bin abgeerdet. Kein Problem. I'll be the tightest motherfucker in here. Hallo, Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Ich kann dich nicht ernst nehmen. Es gibt aber manche Männer, die sich auch die Beine rasieren, den Bauch oder halt die Brust haben. Ja, die Brust rasiere ich auch, ja. Also Brust unter den Armen und so mache ich auch. Ja, stimmt. Arm, aber jetzt, ich habe zum Beispiel auch gar keine Haare auf dem Rücken oder sowas. Also, oh, schade. Das finde ich sexy. Echt? Es gibt wirklich welche, die das sexy finden. Echt? Ja. Auf jeden Fall. Also ich finde halt hier so, finde ich gar nicht so schlimm, so die Brusthaare, weil ich finde, das ist so männlich. Oder hier so am Bauchnabel, dieser Steg, der dann so runtergeht. Ja, dieser Lustpfad. Yeah. So, wir machen jetzt mal eine schöne Übung und zwar eins. Och, nö, Luisa, ey, da hab ich echt. Sag mal, hier wird nicht gemeldet. 30 Strafliegestütze. Ah. Wer motzt, der muss bluten. 14, 15, 15. 25, 26, 27, 28, 29, 30, ja! Du Tier! Ich wollte sowieso lieber Liegestützen. 2, 3, ja, klasse. Dann gehen wir jetzt was zu essen holen, oder? Ja. Ah! Wo gehen wir hin? Bäcker! Bäcker! Wo gehen wir hin? Bäcker! Zum Bäcker! Jawohl! Daddy! Ella! Leute, wo seid ihr Pausenplätze? Hallöchen! Wir wollen zum Bäcker. Wollt ihr irgendwas? Ein süßes Gebäck? Ja, Croissants wären geil. Croissants! Danke, okay, danke, viel Spaß, ciao. Und weil wir so motiviert sind, gehen wir jetzt nicht. Wir joggen dahin, los! Jawohl. Wo gehen wir hin? Bäcker! Krass, sind die motiviert. Ja. Die Brötchen warten, komm schon, komm schon. Komm, 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 komm. Gib ihm! Wir sind Maschinen, ey. Absolut. Ziehst wieder deine Cap auf. Yes. Ist das so dein Markenzeichen? So Danny mit Cap? Ja, irgendwie schon so ein bisschen. Ja, stimmt schon. Ich habe voll viele Caps auch. Hast du das schon immer gehabt oder jetzt irgendwie erst seit ein paar Jahren, dass du so deine Liebe für die Caps gefunden hast? Ich habe damals sogar in der Jungs-WG auch schon Caps getragen. Echt? Da habe ich so angefangen mit, ja, weil ich es halt einfach cool fand und so. Und jetzt inzwischen ist es halt irgendwie so auch ein bisschen so Schutz vor einem selbst geworden, sag ich mal. Weil ich habe halt irgendwie voll lichtes Haar auch bekommen. Ich habe halt hier so oben auf diesem Tonsobereich echt wenig Haare. Krass. Inzwischen. Und keine Ahnung, irgendwie, du kriegst halt dann immer auf Arbeit irgendwie Sprüche und sowas. Ja, und irgendwann nervt's. Sowas nervt halt irgendwann und dann hast du so eine Cap, zack, fertig und niemand sieht es, niemand meckert darüber oder nervt damit so. Ist dir das peinlich, dass du da jetzt schon kaum noch Haare hast? Ja, es ist schon krass, ne? Also ich bin 23, das hat so mit 18 angefangen, so der Haarausfall. So früh schon? Ja, es hat einfach voll das Kackgefühl. So. Ja. Mit Ella über meinen Haarausfall zu reden, war für mich jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren wäre es für mich schon noch ein Problem gewesen, weil da das Ganze so angefangen hat, man hat die Sprüche bekommen und da hat es einen wirklich sehr belastet. Und meine Freundin und so, die sagt zum Beispiel auch, sie stört es überhaupt nicht. Ja, ich hätte es jetzt irgendwie auch null mitbekommen. Und auch wenn, okay, dann ist es halt so, weißt du? Ja, aber das Problem ist, so mich selber stört es halt einfach voll. Ehrlich gesagt habe ich seinen Haarausfall nie bemerkt. Okay, er hatte halt auch immer Caps an, ne? Aber ich finde es eigentlich, ehrlich gesagt, echt nicht schlimm. Ich finde halt so, keine Ahnung, irgendwie mehr Haare wäre schon geiler. Würdest du dich mit Glatze nicht wohlfühlen? Nee. Also ich habe zum Beispiel auch so Haarausfall-Shampoos probiert, aber
ich habe davon halt keinen Effekt gemerkt. Und es gibt auch so eine Tabletten, die den Haarausfall stoppen und das Wachstum wieder fördern und so. Aber da gibt es halt so krasse Nebenwirkungen. Es gibt so, also da steht dann so drin, so Depression, Potenzverlust, Lust auf... Potenzverlust? Ja, genau. Also du kannst halt auch einfach keinen Hoch mehr kriegen, wenn du dieses Medikament nimmst. Aber Hauptsache ich habe Haare. Ja, genau. Dann bringt mir das halt auch nichts. Fahr, nimm uns mit! Der hält bestimmt am Bäcker. Fokus! Brötchen! Komm, Leute! Brötchen! Also ich glaube, Maya und Jonas haben mich ganz schön gehasst für meinen Hardcore-Sport. Aber sie haben beide richtig super mitgemacht. Ich kann den Bäcker schon riechen. Also ich fand's cool, endlich mal wieder Sport zu machen. Im Urlaub ist es ja so, dass man sich leider einige Tage ein bisschen gehen lässt. Deshalb war es auch wieder mal Zeit. Wollen wir uns vielleicht auch noch mal ein bisschen dehnen? Ja, gute Idee. Okay. Pause. Ja. Sonst verkürzt sich die Muskulatur. Genau. Mit welchem Ziel machst du denn Sport? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ehrlich, manchmal frage ich mich so, wofür machst du das eigentlich alles? Weil ich merke selbst so irgendwie, ist das echt schon so ein bisschen in die Richtung Sucht. Ja. Zum Beispiel, ich denke mir selber so, okay, Luisa, du musst erst Sport gemacht haben, bevor du was isst. Und dann, ja, und das ist total dumm und so, aber ich habe halt das Gefühl, dass es sofort bei mir ansetzt. Ich war halt schon immer so, ich gucke mich im Spiegel an und bin einfach nie zufrieden mit mir selber. Ihr seht da alle so top gestylt aus und dann sind da so meine Haare, die aussehen, als hätte irgendjemand dagegen. Guck dir meine Haare an, Mann. Was soll ich denn sagen? Du hast Locken. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, warum man mit sich selbst immer irgendwie, warum man sich selbst hässlich oder schlecht findet oder so. Das ist einfach so. Ich glaube, bei mir hat das angefangen, irgendwie in der 5. Klasse oder so, habe ich gesessen und hat jemand zu mir gesagt, ja, du hast ja auch einen Bauch, ne? Und seitdem ist das so in meinem Kopf drin, dieses Scheiße, du musst. Und ja, ich weiß nicht, für wen ich das eigentlich mache. Es ist natürlich auch so, dass wenn man sich gerade ein bisschen unwohl fühlt, es nie schlecht ist, ein bisschen Sport zu machen. Man muss nur halt einfach ein bisschen aufpassen, dass es halt nicht in die falsche Richtung geht. Ja, also ich habe auch schon überlegt, mal eine Therapie zu machen, weil ich mich halt selbst, also wirklich, das ist immer in meinem Kopf drin, ne? Immer. Ja. Ich fand's ziemlich krass von Luisa, dass sie uns das so erzählt hat mit ihrer Sportsucht. Da hat die auf jeden Fall meinen Respekt für verdient. Also ehrlich gesagt fällt es mir super, super schwer, Schwäche zu zeigen, was total dumm ist, weil jeder Mensch hat seine Schwächen und ich finde es auch gerade stark, das einfach wahrzuhaben und zu sagen so, hey, mir geht's jetzt gerade nicht gut. Das ist total dumm, weil man macht sich selbst so verrückt damit. Aber ich habe halt auch das Gefühl, dass auch viel durch soziale Netzwerke eigentlich, dass man irgendwie das Gefühl hat, weil im Moment ist ja wirklich, du musst geflexten Bauch haben, Sixpack mindestens, so einen durchtrainierten Hintern und so weiter. Nein, irgendwie denkt man die ganze Zeit, man muss so aussehen. Ja. Und damit macht man sich selber auch einfach ein bisschen verrückt. Ja, und bei mir ist es dann auch so, dass dieser Jojo-Effekt halt extrem kommt. So, dann habe ich eine Down-Phase, es muss nur irgendwas um mich rum sein, was gerade kacke ist. Und dann bin ich so, ja, scheiß drauf. Und ich finde dann kein Gleichgewicht. Ich bin dann okay, ich stopfe jetzt alles in mich rein, egal, heute kannst du. Mhm. Und dann, fuck, wenn ich dann gegessen habe, dann könnte ich mich eigentlich, keine Ahnung, dann könnte ich nur heulen. Dabei müsstest du es halt echt nicht. Man ist zu sich selbst ja viel härter. Ja. Und wenn man dann an diesem Punkt angekommen ist, dann ist man manchmal vielleicht auch einfach viel zu hart. Gott, ey, ich muss. Oh Mann. Oh mein Gott, komm mal her. Ja, ist doch so. Mach dich damit selber doch nicht so fertig. Du bist doch auch ein süßes Mädchen. Ja, aber... Fühl dich doch wohl in dem, was du bist. Du bist doch so ein cooler Mensch. Warum machst du dir da selber so einen Stress mit? Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich das noch nie angenommen, wenn jemand gesagt hat, so, oh, coole Figur. Dann denke ich mir so, Alter, komm, nerv nicht so. Ja, aber ey, das könntest du halt echt machen. Ja. Für Luisa ist das wohl ein sehr, sehr, sehr bewegendes Thema. Und natürlich war es für uns auch so echt so ein Schock, weil sie sonst ja auch immer so stark ist und ja... War total krass und hat mich auch total mitgenommen in dem Moment. Es ist die Ausstrahlung, die man hat. Wenn ich mit 5 Kilo mehr verkörper, ich fühle mich super unwohl, dann bin ich nicht attraktiv wenn in dem so Moment. Gehst, aber wenn ich so aber da stehe, hey Ladies, guck mich an, ich habe einen geilen Arsch, ich habe geile Möpse, so, dann finden die Jungs das auch toll. So, es kommt drauf an, wie man da selber zu steht einfach. Okay Mädels, wollen wir ein bisschen Kuchen kaufen gehen? Ja, Kuchen mit Zuckerglasur und Kohlenhydrate. Alles klar, machen wir, komm. Los geht's. Ja, geil, Leute, wo sind wir? Wo gehen wir hin? Nach Hause! Mit Platanos und Fressos! Perfektos! So, ich bin ready, Caps anzuprobieren. Yes. Boah, ich habe mich extra so ein bisschen lockerer angezogen, dass das auch cool aussieht, wenn ich die Cap anhab. Pass auf, ich bin ein echter Rapper, ich sie trage mein Cap, trage im Club drin mein Cap auf der Straße mein Cap. Yes, ist einfach so ein Rapper-Ding, ist einfach so, dass ich Rapper mit Cappy besser finde. I feel it. Alter, was bist du denn für ein Gangster geworden? Also, ich bin jetzt Ellos. Ellos, cool! Ellos wollte ja vorhin was Süßes haben, ja. Ne? Aber
Jetzt bist du zu cool dafür, ne? Dann nehme ich die Cap mal ab. Ja. Danke. Ella, kannst du mir jetzt noch mal erklären, warum du eine Cap aufhattest? Ich wollte dem Danny Gesellschaft leisten und mich auch mal cool fühlen. Okay, und das geht nicht ohne Cap? Ja. Versteckst du was darunter, oder? Das kriegt ja echt immer eine Cap. Darunter ist ein Haustier, das durfte er nicht mitnehmen. Ja. Rock mir die Insel, Freiheit pur, komm mit, sei dabei. Alles da, sei Gott, alles da. Und die Sonne brennt heiß, und die Sonne brennt heiß. Pur und Insel. Nachricht. Danny bekommt ein Bodypainting. Ja, ich wollte gerade sagen, Bodypainting. Liebe Wohngemeinschaft, heute wird es bunt. Mit dem Bodypainting-Equipment dürft ihr euch nicht kreativ ausleben. Also ab an die Pinsel und ran an die Farben. Viel Spaß beim gegenseitigen Bemalen. Ach, geil, ne? Oh, Mann. Müssen wir uns dafür nackig machen, oder was? Ja, klar. Jetzt musst du dich auch noch ausziehen, obwohl du dich so unwohl in deinem Körper fühlst. Das war wirklich mein erster Gedanke. Dann ab in die Badeklamotten, ja, oder? Ja, genau. Aber echt, Leute, ich weiß auch nicht, was ich da jetzt machen soll. Wir könnten dir Muskeln malen, oder? Wir machen dir das so ein richtiges Sixpack. Und hier einmal so drunter geil, in schwarz. Ja. Zieh dich mal aus. Wir machen dich schwarz. Ja, zieh mich mal aus. Also, als ich noch nicht wusste, was passiert, fand ich es noch gut. Tropf's ja tot, was ist denn los mit dir? Ja, Jonas. Jetzt tropf mich auch. Ja, dieser athletische Körper, ey, der macht mich auch ganz wuschig. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Und normalerweise ist man ja nackt beim Bodypainting. Würdest du dich jetzt nackt hier vor uns hinstellen, jetzt mal ehrlich? Ihr macht mich ja schon in nicht nackt total fertig. Würde ich mich nie trauen. Alles voll und auch du stehst hier drauf, damit ich nicht vergesse, für wen ich's mach. Seit wann hast du eigentlich deine Tattoos? Ich glaube, ich habe 3 mit 18 und zwar das und die Sonne. Ach krass, die hab ich noch gar nicht gesehen. Die Sonne steht zum Beispiel für meine Mama, weil sie so mein Sonnenschein ist. Wir ziehen ja unsere Energie aus der Sonne und ich ziehe meine Energie aus meiner Mama. Und dann habe ich so das Gefühl, dass ich sie immer so mit mir trage. Ich finde es voll cool, wenn Tattoos irgendwie so eine Bedeutung haben. Du kriegst es nie wieder weg. Also klar, mit Lasern und so, aber wieso sollte ich was machen, was ich dann wieder irgendwann weg haben will oder es bereue? Ja, das stimmt. Krass, guck mal Jonas an, Alter. Das sieht schon heftig aus. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Nummer drauflegen. Ja. Das schreit nach einem Unentschieden, oder? Es war natürlich ein ungewohntes Gefühl, sich gegenseitig anzumalen, aber man konnte seiner Kreativität so freien Lauf lassen. Also, das was? Das ist ein indischer Punkt, so. Ein Herzchen. Ein Herz, ach schön. Mir war auch egal, was Maya auf ihrem Rücken haben wollte. Ich konnte mich so richtig kreativ einfach mal ausleben. Maya? Ja? Dir scheint jetzt gleich die Sonne aus dem Arsch. Wenn Maya furzt, geht die Sonne auf. Ey. Sieht das süß aus? Schön. So, dann Goldkette. Also einen richtigen Klunker, ja? Ist was Besonderes, eine Frau fürs Leben oder für eine Nacht. So. Oh, shit. Das ist nice. Hallo, schönen guten Tag. Ich hätte gerne ein Aquarium. Alter, was ist mit SpongeBob? Hast du jetzt auch mich in Erinnerung, Maya? Er sieht ja aus wie so ein merkwürdiger Knastvogel. Deswegen hat er auch so eine Fußkette. Mega. Ich schreib da einfach mal Danny hin, dann denken die Leute, das war von ihm. Gut, sieht voll brutal aus, ja. Sind wir dann soweit fertig? Fast zum Ghetto-Style. Ja. Aber wir machen über das den anderen? Ja, komm. Besser als vorher, ganz ehrlich. Absolut, absolut. Oh, wer bist du denn? Legt euch nicht mit ihr an. Jetzt fehlt nur noch die Cap. Glotzen. Ich fand uns alle einfach so richtig geil. Danny, aber was hast du denn eigentlich auf der Stirn? Das sieht aus wie so ein Pimmel. Ist das ein Penis? Hey, jetzt ernsthaft? Ach, weiß er das nicht? Alter, aber da hatte ich die ganze Zeit einen Pimmel auf dem Kopf, oder? Ich hätte auch Ella niemals zugetraut, dass sie sowas macht. Aber dass da ein Penis drauf war, ja, hätte man sich vielleicht auch denken können. Aber ich finde, wir sehen so geil aus, dass es ein Foto wert. Ja, okay. Stimmt. Ja, Mann, ja, Mann. Dann sind wir jetzt die Power Rangers? Ja. Alle mit Gas? 2, 3. Du, deine Kräuter.
Deutsche. Eins, zwei, drei. So, eins, zwei, drei. Geil, Leute. Ja, ich werde kochen. Ab in die Dusche. Ja, ja. Gute Idee. Alle zusammen, oder? Ja. Hey ihr Lieben, bei uns ging es heute ziemlich farbig und bunt her, wie man unschwer erkennen kann. Und falls ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann klickt hier oben oder folgt uns auf Instagram. Und weitere Videos von Funk findet ihr hier unten. Viel Spaß. Ciao. Ciao.